Das Diakoniewerk Duisburg und die Stadt Duisburg ziehen Zwischenbilanz zur Landesinitiative Endlich ein Zuhause. Das Projekt will Wohnungslosigkeit in Duisburg bekämpfen. Seit 2022 wurden 134 Menschen aus Ländern wie Afghanistan, Nigeria und Ghana in neue Wohnungen vermittelt. Diese Menschen fanden in insgesamt 64 Wohnungen ein neues Zuhause. Die positive Bilanz zeigt, wie wichtig das Projekt ist. Ja, das Projekt ist ja seit 2022 auf dem Weg und wir haben natürlich sehr intensiv dafür geworben, weitere Kooperationspartner zu finden. Also das ist sozusagen, wenn man so will, Win-Win-Modell. Wir sind natürlich weiterhin auf der Suche, auch private Anbieter und Anbieterinnen, das gemeinsam auf den Weg zu bringen und wirklich zu schauen, sehr konkret und sehr pragmatisch und sehr lebenspraktisch, wie bekommen wir Wohnräume, Wohnraum für die Menschen, die hier händeringend in Duisburg suchen. Das Projekt wird mit EU-Fördergeldern und einem städtischen Eigenanteil finanziert. Ziel ist es, Menschen in Duisburg ein dauerhaftes Zuhause zu bieten. Besonders die Integration in die Gesellschaft steht im Fokus. Die Stadt Duisburg plant, die Förderung des Projekts über das Jahr 2025 hinaus zu verlängern. Die Finanzierung bis Februar 2025 ist bereits gesichert. Für die Stadt Duisburg ist dieses Projekt eine wichtige Erweiterung aller Maßnahmen, die wir gegen Wohnungslosigkeit in einem großen Netzwerk ergreifen. Wir haben hier mit weiteren Landesmitteln die Chance, noch mehr Personen zu erreichen. Wir haben auch in vielen Flüchtlingsunterkünften Menschen, die eigentlich schon eine eigene Wohnung anmieten können, aber schon noch Schwierigkeiten haben, auf dem Wohnungsmarkt eine zu finden. Auch hier setzen wir gezielt an. Wir freuen uns natürlich insbesondere, wenn Familien mit Kindern es gelingt, in eine Wohnung unterzukommen, denn wir brauchen auch nach wie vor den Raum in Flüchtlingsheimen. In Duisburg gibt es vielfältige Hilfsangebote, um ein Zuhause zu finden oder zu behalten. Das Diakoniewerk Duisburg begleitet Menschen, auch mit Fluchthintergrund, von Gemeinschaftsunterkünften in eigene Wohnungen. Über 113 Personen fanden auf diesem Weg eigenständig gesuchte Wohnungen. Die Unterstützung endet nicht mit dem Mietvertrag, sondern setzt sich auch danach fort. Diese kontinuierliche Begleitung trägt wesentlich zum Erfolg bei. Dadurch, dass die Sozialarbeiterin auch weiterhin darüber hinaus auch nach Vermietung mit den Mietern im Kontakt ist, für weitere Anfragen zur Verfügung steht, kriegen wir natürlich auch die Rückmeldung, wie das läuft, wie das im Haus funktioniert mit der Nachbarschaft, ne, wie die Verbindungen dann auch in den Stadtteil gezogen werden, dass auch weitere Vermittlungen zu möglicherweise Beratungsstellen auch stattfinden kann, damit die Leute auch, wenn sie darüber hinaus noch Fragen haben, auch wissen, wo sie hingehen können. Das geht ja dann natürlich darum, wenn man irgendwo hinzieht in ein noch unbekanntes Stadtteil, dass man dann auch mal schauen muss, wie füge ich mich hier ein, wo ist was, wie melde ich mich wo an, Kinder in den Kindergarten oder in die Schule, so diese Dinge dann. Das läuft dann in der Regel über die Sozialarbeiterin. Ein wichtiger Partner des Projekts ist das Wohnungsbauunternehmen Vonovia. Mit Vonovia konnten familienfreundliche Wohnungen in zentraler Lage vermittelt werden. Diese Wohnungen bieten eine gute Anbindung an Kindergärten und Schulen. Weitere Wohnungsunternehmen und private Vermieter sind eingeladen, sich dem Projekt anzuschließen. Das Diakoniewerk Duisburg übernimmt die Auswahl und Vermittlung der Mieter in Abstimmung mit den Eigentümern.